Lieutenant. Gleich läuft ein Bericht über Genf. Ohne mich. Nachrichten sind scheiße. Ich hasse es zu warten. Und somit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty. Verschwenden wir keine Zeit und drehen eine kleine Runde draußen. Ja, ich drehe gerne mit dir eine Runde. Warte mal. Ich wollte ganz kurz eine Begrüßung machen hier. So, jetzt können wir weiter. Komm mit, Baby. Captain auf der Brücke. Du musst das nicht sagen. Ich find's gut. Captain hat die Brücke. Raven 1 angedockt? Komm gerade rein, Ben. Gut. Noch eine Minute. Verstanden. Jetzt gehe ich erstmal in meinem Raum. Boah, bisschen erstmal Ruhe hier. Ah, schön ruhig hier drin. Was gibt's Neues? Das ist ein geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen aus Genf. Nach dem Einsatz unserer Artis-Geschütze gegen die Flotte versuchte der Agent Ria, das Artis-System zu zerstören. Das hätte die Erde verwundbar gegen Luftangriffe gemacht. Zurzeit ist unklar, ob man die Geschütze von einem anderen Ort aus zerstören kann. Ich werde Sie über jegliche Entwicklungen informieren. Rains Ende. Alles klar. Alles klar. Oh, was ist denn hier? Aha. Tafel mit gesuchten Primärzielen. Okay, da haben wir schon einige erwischt. Admiral. Das ist der letzte, glaube ich, oder der größte, ne? Admiral. Da stehen nochmal Daten über die Biografie und so weiter. Ich lese jetzt nicht alles durch. Das kann dann jeder selber machen. Der ist verstorben, also den haben wir erwischt. Status unbekannt. Ach, die grau sind, die sind dann gestorben, oder was? Nee, die da oben sind ja auch grau. Was mit dem? Auch verstorben? Aber das sind ja einige. Guck mal, Leute. Wie viele wir noch erwischen müssen. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen uns auf dem Weg. Oder kann ich da jemanden anwählen, wen ich als nächstes jagen will? Versuchen wir doch einfach mal. Verstorben? Auch verstorben? Mann. Wollt ihr mich verarschen? Nö, wir können nicht. Alles klar. So, dann gehen wir auf jeden Fall weiter. Wohin soll's gehen, Reyes? Ich komme schon. Sir, Admiral Rains hat ein Primärziel in der Nähe des Atoll festgelegt. Die Brücke hat zusätzliche SDF-Flotteninformationen entschlüsselt. Neue Luftkampfgelegenheitsziele sind jetzt verfügbar. Okay, wo gehen wir als nächstes hin, Leute? Kann ich da mal ranzoomen? Hallo? Sir, als Jekyll-Angriff ausgewiesene Missionen sind Luftkämpfe. Schalten Sie die wichtige SDF-Raffinerie aus. Sorry, Erfolgswahrscheinlichkeit 71%. Also, cool. Da steht sogar, wie viel Wahrscheinlichkeit wir haben. Erfolgswahrscheinlichkeit, natürlich. Das ist eigentlich ganz in der Nähe. Das ist gefährlich. In der Nähe der Erde. 93% Wahrscheinlichkeit. Da gehen wir hin. Da gehen wir auf jeden Fall hin. SDF-Zerstörer greifen einen wichtigen Hafen-Außenposten an. Eine Staffel Verbündeter verteidigt ihn, aber sie brauchen Verstärkung. Rücken wir aus, um diese Zerstörer auszuschalten. Wenn wir den Außenposten verlieren, erreichen den Mondhafen keine Ressourcen mehr. Den Mondhafen. Ja, die Waffen, die ich hatte, waren eigentlich ja schon cool. Empfohlen. Dann wähle ich das mal. Wenn es mir schon empfohlen wird, dann wähle ich es. Alles klar. Halt. Es folgt nun der Alarm für Schiffskollisionen, allgemeine Warnungen und chemische Bedrohungen. Bitte alle Alarme ignorieren. Wir werden diesmal auf starken Widerstand treffen. Gute Entscheidung. Wir bringen die Retribution ins Kreuzfeuer. Gator übernimmt. Waffen sind scharf. Bereit für etwas Action? Kann's kaum erwarten.
Captain, Lieutenant, Achtung! Sato Jekyll sind unter Beschuss. Wir springen direkt ins Kreuzfeuer. Verstanden. Brauche Feuerunterstützung von der Retribution. Aye, Sir. Verstanden, 1-1. 1-2. Verstanden. Hafen Außenposten, 12 Uhr. Mehrere SCF-Großkampfschiffe. Retribution, mit allem auf die Zerstörer feuern. Scars, das Eisen ist heiß. Angriff. Okay. Also man sieht auch ganz schön die Erde. Wir sind ganz in der Nähe von der Erde, habe ich ja gesagt. Darum habe ich mir auch dieses Ziel ausgesucht. Oh, 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 oh. Weil, okay, das wird jetzt gefährlich. Ja, ich weiche ja schon aus, Mann. Ich muss einmal weg, ich muss einmal weg. Okay. Doch. Gefahr auf 9 Uhr! Genug ausgewichen, oder? So, jetzt. Wir müssen mehr Skater ausschalten. Boah, das war knapp. Das war knapp. Okay. Der gehört mir. Okay. Wow. Alter, Alter, okay, die sind etwas gefährlicher. Du, was willst du von mir? Täuschkörper abgeworfen. Komm her, du, komm her. So, 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 so. Yes. Alles klar, alles klar. Wow! Einer weniger. Noch einer weniger. Okay, da ist nochmal die schöne Erde. Ich würde gerne mal auf die Erde gucken, aber ich habe hier keine Zeit. Täuschkörper raus. Na, komm her, komm her, komm. Ich habe jetzt Raketeneinsatz. Captain, Skelter ausgeschaltet, alles frei. Okay. Gute Arbeit von allen. Nur noch ein Ast übrig. Achso, da ist noch einer. Verstanden, den hole ich mir. Gator, Statusbericht. Halte mich, Sir. Brauchen Sie Hilfe? Negativ. Drin bleiben, Sir. Roger. Jagd weiter das Gitter ab. Rakete, Rakete! So. Was? Ich hab den nicht bekommen. So, jetzt vielleicht. Alter, ist der stark. So. Treffer, hab ihn. Hast erledigt. Der Karl Drown. Karl Drown, okay. Räumen wir hier auf. Der Zerstörer. Ach da. Raketen abgefeuert. Auf den Zerstörer feuern. Mach ich doch die ganze Zeit. Was denkt ihr, was ich hier mache? Sag doch, dass ich das von oben machen soll, verdammte Scheiße. Wow, 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 wow. Jetzt geht's ab, Leute. Oh, ich hab schon alles abgeworfen.
Okay, das wird jetzt eine Überhitzung. Täuschkörper abgeworfen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Machen wir es so? Vielleicht geht es dann schneller? Okay. Gegenmaßnahmen! Ey, das muss doch jetzt endlich mal Ruhe hier sein. Warte mal. Schieß doch schon mit alles, was ich habe. Gegenmaßnahmen! Mit allem, was ich habe, schieße ich und schieße ich. So, jetzt. Muss der vielleicht näher ran? So. Wo gibt's noch was? Blöde Scheiße da. Wow, okay. Bam, gute Treffer auf den Zerstörer. Nur noch einer. Scars, direkter Beschuss auf den verbliebenen Zerstörer. Machen wir ihn fertig. Der Zerstörer. Wow, 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 wow. Alter, wir müssen mal schnell ein paar Sachen kaputt machen von denen. Das ist nicht ohne hier. Wow! Okay, runter. Okay. Mal weg. Kurz mal weggehen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen hoch. Runter. Okay, ganz kurz erholen lassen. Ja, komm her. Einmal auffüllen, bitte. Wow! Täuschkörper abgeworfen. Okay. Ei. Raketen abgefeuert. Warum bin ich der Einzige, der hier kämpft, oder was? Das gibt's doch nicht. Wo sind meine Leute? Noch was? Da hat's noch. Wow. Boah, das gibt's doch nicht. Letzter Zerstörer ausgeschaltet. Zone von feindlichen Fliegern befreit. Station gesichert. Der Außenposten gehört noch uns. Danke, 141. Wir haben hier oben unsere eigenen Asse. Oh ja. Mission erfüllt, nicht wie weg hier. Fever, bring uns hier raus. Tower bereit für Jackets. Brücke Ende. So, wo ist die Landebahn? Fahrwerk für Drohne ausgefahren. Das war eine fette Schlacht. Ich dachte 93% Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, aber es war nicht einfach.
Gefletsche. Was? Ziele? Operation? Sicher? Hafen? Okay. Echt viele Trophäen gibt's hier. Da ist ja unser Ass. Das war beeindruckend. Ja, ja. Fünf Aufsätze freigeschaltet. Terror in Geneva. Ach, das ist doch da, wo wir waren. Das brauche ich jetzt nicht anschauen. Die übt immer noch. Der Captain übernimmt. Bergungsteams räumen jetzt auf, Sir. Gute Arbeit da draußen. Würde ich auch sagen. Gute Arbeit, ja. So, was gibt's als nächstes? Komm, zeig mal. Was gibt's als nächstes? Kann man nicht auf die Erde? Sir, die Operation Feuerwasser soll auf dem Saturnmond Titan durchgeführt werden und bedarf sofort unserer Aufmerksamkeit. Saturn? Okay, ich würde sagen, wir machen die Mission mal hier. Warte mal, die interessiert mich. Ja. Um uns Zeit für den Wiederaufbau der Flotte zu verschaffen, müssen wir die SDF schwächen. Welches Ziel? Der Saturnmond Titan. Dort befindet sich eine wichtige Treibstoffstation. Sie landen mit ein paar Marines einen Transporter außerhalb ihres Patrouillenperimeters und suchen eine Landezone. Sobald die Truppen am Boden sind, schalten sie den Haupttreibstoffturm aus. Der Turm ist unser Zielpunkt. Bestätigt, diese Operation hält den Feind in der Defensive und von der Erde fern. Captain, diese Mission ist für uns von äußerster Dringlichkeit. Wenn ich könnte, wäre ich mit dabei. Admiral Ende. Alles klar, bereit zum Sprung. Kollisionsalarm aktiv. Los in 3, 2, 1. Einschätzung. Nicht gut. Genauigkeit 0,86. Können Sie dranbleiben, Gator? Ich arbeite dran. Hohe Höhenbelastung. Gehen wir drauf? Zu 90% nein. Zu 10% ja. Beim Eintritt schweben. 3, 2, 1. Bericht. Fehlertoleranz 0,05. Guter Sprung, Captain. Gut geflogen, Gator. Boats, der Captain muss zur Waffenkammer. Ja, Mann. Okay, dann geh mal vor, Baby. Wie schnell bist du schon da? Hm. 3 Jahrzehnte her, dass Truppen auf Titan waren, Sir. Meine Feuertaufe. Den Treibstoffturm zu rasten bringt Ihnen jede Menge Sympathien ein. An Bord oder zu Hause? Beides, Sir. Die Kommunikation wird Aussätze haben. Wir hoffen auf schwach, aber verständlich. Also lächeln und durch. Zeigen Sie es Ihnen, Captain. Ich gebe mein Bestes. Wenn Sie mir folgen wollen, Sir. Ja, geh mal vor, komm. Wo bist denn du? Kleine Zierliche, die sieht man fast gar nicht. Commander, die Kupplungen explodieren jedes Mal, wenn wir springen. Kommen Sie klar? Wir arbeiten rund um die Uhr, Sir. Alles klar, Hamilton. Bester Mann.